In diesem Video begleitest du mich nach Spanien auf die Rennstrecke. Versuchst dich an die Zeiten zu erinnern, wo es einfach von der Hand ging. Und dann kommen die zwangsläufig irgendwann wieder, aber nicht immer. Es gibt wahrscheinlich noch eine Minute Verspätung, weil sie jetzt nochmal diese Ölstelle checken. Wie das im Rennsport so ist, erlebe ich alles, was dazugehört. Positives und auch Negatives. Dieser Film soll dir zeigen, wie hart, emotional und doch so überwältigend dieser Sport sein kann. Er soll dich vor allem motivieren, es nachzumachen oder in ruhigen Gedanken davon träumen zu lassen. 2260 Kilometer in 2 Tagen. So, der Klassiker ist eingetroffen, mein Sprit ist leer, die Tankuhr leuchtet und ich finde keine Tankstelle. Beziehungsweise Google Maps finde keine. Kein fließendes Wasser in Mojaca. Der Anblick entschädigt schon ein bisschen. Jetzt sind wir wenigstens mal im Motorrad gefahren. Das Motorradfahren auf der Rennstrecke bedarf extrem viel Training. Meist verlieren wir Hobbyfahrer über den Winter einige Skills und starten dadurch fast von vorne, wenn das Frühjahr wieder startet. Aus diesem Grund gehen viele Profis oder auch die es noch werden wollen in den Wintermonaten nach Spanien. Dieses Land ist prädestiniert für den Motorradmotorsport. Rennstrecken gibt es wie Sand am Meer. Teilweise hat man die Möglichkeit, alle 100 Kilometer eine zu besuchen. Mich zog es dabei zu einer meiner bekanntesten Strecken, den Circuito de Almería. Tatsächlich fuhr ich hier im Jahr 2017 das allererste Mal einen Supersportler. Einige Veranstalter haben sich den Drang, im Winter Motorrad zu fahren, zunutze gemacht und bieten deshalb rund um die spanische Halbinsel Events für alle Nationalitäten an. So. Nichts geiler als wie schöne Bremsscheiben, saubere Bremsscheiben. Und ausblasen immer übers Fenster. Ne? Gell, Stefan? Immer übers Fenster ausblasen. Im Sommer gar kein Problem. Im Sommer gar kein Problem. So kalt ist draußen auch nicht. So, jetzt bauen wir die Bremsscheibe wieder ran. Ich bin hier gerade am Saubermachen. Es geht noch nach Spanien und wir müssen alles picobello sauber haben, bevor dass ich überhaupt irgendwas ans Moped wieder dran drauf. Nein, Kompressor! Lass uns laufen. Ich habe ihn angemacht. So, und beim Felgenputzen ist ja immer so, du kommst ja da nicht rein. Ne? Und jetzt haben wir schon neue Bremsbeläge, dann habe ich den Service von der Gabel gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, einen neuen Reifen tun wir auch gleich rauf, weil der alte, das war ja ein richtiger alter Scheiß, der da drauf war. Und ich will gleich, sagen wir, ohne schlechtes Gefühl anfangen im ersten Turn. Und dann bist du halt schon dabei, zack, bumm, musst du musst eigentlich die Bremsscheiben runternehmen, damit du das halt wirklich alles, die ganze Felge schön sauber, Bremsscheiben sauber, die Schrauben schön sauber machen, ne, dass das halt alles wieder ein Gesicht hat. Und dann kann man das auch wieder schön zusammensetzen. So, die ganzen Bremssätze alle geputzt. Dann muss man später noch die Bremse entlüften. Ja, Spanien ist natürlich so ein Thema, weil man halt natürlich nicht alles mitnehmen kann. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Und ist für euch auch interessant, mal die Strecke zu sehen, wie man da runterfährt, so diese 2200 Kilometer, und wie ich da fahre und warum und wieso. Ich habe da ja auch durchaus ein paar Tipps, weil ich ja schon ein paar Mal da runtergefahren bin.
Von dem her ist das vielleicht für den einen oder anderen auch sehr interessant. Das waren die alten Belege. Die habe ich gerade einmal, ich glaube, 1,5 Wochenenden oder so. Es ist durch natürlich, ne? Komplett, completo, tutto durch. Deswegen haben wir hier die neuen. Das sind die VIP. Carbon Sport Bike Race, deswegen sind die Italiener. Also ich habe den schon mal getestet auf der Yamaha, der war gar nicht so schlecht. Ich verlinke den einmal unten in der Beschreibung, Christoph, von Renngrip, ne, verlinken. Ja. Damit wir da mal, damit die Leute da mal draufklicken können und einmal ihr Bike raussuchen können, was es da für ihr Bike gibt. Morgen, 5.15 Uhr. Ich wollte eigentlich um 5 Uhr losfahren. Ich habe es nicht geschafft. Es ist einfach eine Uhrzeit. Vor allem, ich bin immer wieder nervös, wenn ich weiß, ich fahre morgens weg und kann nicht schlafen. Und dann wird es 1 Uhr morgens, 2 Uhr morgens. Ah, okay, auf geht's. So, die erste Etappe wird sein bis zur spanischen Grenze in 1365 Kilometer von mir zu Hause. Ich habe jetzt schon die ersten Kilometer hier über die Landstraße. Ein bisschen Dörfer und so. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich fahre bis nach Genf, weil ich fahre durch die Schweiz. Oder ich fahre bis zur spanischen Grenze, aber ich bleibe nicht in Frankreich stehen. Das ist mir zu gefährlich. Weiteres später. Warum, wieso, weshalb? Auf jeden Fall fahre ich durch die Schweiz. Ist für mich kürzer und hat keine Zollprobleme. Erkläre ich euch, wenn es heller ist. Es ist verdammt finster. Ich fahre jetzt erstmal ein paar Kilometer. Ach ja, übrigens, ich dokumentiere so ein bisschen die Kosten mit. Im Sinne von, was kostet der Spaß? Ich habe jetzt einen vollen Tank, bin zu Hause weggefahren mit einem vollen Tank. Und habe gezahlt 129,99 Euro für roundabout 1,80. Das heißt, ich habe jetzt einen vollen Tank. Ich werde mich auf der Autobahn einpendeln auf ca. 110 km/h, 118 maximal. Und dann schauen wir mal, wie viel Sprit das wir brauchen und wie viel Maut, bis wir in Südspanien sind. So, Sonnenaufgang um 8.30 Uhr. Ist natürlich schon schön, wenn es ein bisschen freundlicher wird. Also, ich bin jetzt ungefähr kurz vor Memmingen, ich fahre in die Schweiz. Das hat den Hintergrund, dass wenn ich um die Schweiz rundum fahre, also oben drüber, dann hätte ich einen Umweg von ca. 350 Kilometer, die versuche ich mir zu ersparen. Schweiz haben viele Angst davor, das Motorrad durchzutransportieren wegen Zoll etc. Es gibt aber eine Ausnahme, also diese Angst ist grundsätzlich berechtigt, es gibt eine Ausnahme. Und die besagt, es gibt in der Schweiz eine Richtlinie. Diese Richtlinie besagt, dass keine Schweizer Staatsbürger, also Europäer wie wir, mit einem Sportgerät die Schweiz als Transitland nutzen dürfen, wenn sie die Schweiz innerhalb von 24 Stunden verlassen und das Sportgerät nicht in der Schweiz verkaufen. Das heißt, in der Schweiz ist ein Rennmotorrad ein Sportgerät. Das ist wie ein Segelboot oder Fahrrad, so ungefähr. Und von dem her, wenn du dich an diese Richtlinie hältst, kannst du mit einem sportlichen Hintergrund die Schweiz durchfahren. Da das für mich 350 Kilometer Strecke Vorteil ist und auch noch sicherer ist, zwar teurer ist, weil ich eine Schweizer Vignette brauche, von der ich jetzt noch gar nicht den Preis genau weiß. Ich habe jetzt schon eine österreichische Vignette für 19,99 gekauft. Jetzt muss ich dann an der, ich fahre 9 Kilometer durch Österreich. Und da muss ich dann eine Schweizer Vignette, kannst du nur eine Jahresvignette kaufen. Ich weiß noch nicht genau, wie viel die kostet. Ja, na klar ist das teurer.
aber ich spare mir echt viele Kilometer, die ich wahrscheinlich andersrum wieder in Sprit verballert hätte. Und außerdem ist die Schweiz eigentlich ganz angenehm durchzufahren, weil da in der Regel immer relativ wenig Verkehr ist. Und da ich sowieso nicht schneller wie 110, 115 fahre, spielt es auch tempotechnisch keine Rolle. Das heißt, wir sind jetzt in der nächsten halben Stunde, dreiviertel Stunde in der Schweiz. So, jetzt kurz vor der Schweizer Grenze noch einmal volltanken. Ist noch nicht, also der Sprit ist noch nicht annähernd leer, aber ich will in der Schweiz, wenn möglich, nicht tanken, weil ich nicht weiß, wie teuer da der Sprit ist. Und hier kostet es noch 1,80 in Österreich übrigens und nehme. Mal unabhängig von dem gigantischen Kosten auf eigener Achse, diese weite Reise zu fahren, empfinde ich das lange Dahinrollen als entspannend. Endlich habe ich die Zeit, meine Gedanken zu sortieren und nicht permanent zur Verfügung zu stehen. Auch wenn es körperlich anstrengend erscheint, so ist die mentale Einstellung darauf, dass der Weg ein etwas längerer ist, der Schlüssel für die Entspannung. So, die ersten knapp 500 Kilometer sind um. Wir haben Zürich hinter uns gelassen. Die Einreise in die Schweiz war easy. So, die französische Schweizer Grenze. Also hoffentlich werden wir da nicht aufgehalten. Es kann sein, dass wir da machen sie gern den Transporter auf und schauen einmal rein, was wir da aus der Schweiz ausführen. Das kann hin und wieder passieren. Deswegen werde ich jetzt auch die Kamera weglegen. So, welcome to France. France, Frankreich. Okay, wir haben jetzt noch, es ist 13.30 Uhr und wir haben jetzt noch 620 Kilometer. Das heißt, ich komme gut voran. So, kurzer Ladungssicherung-Check. Oh. Das ist noch alles beim alten Moped, ist fest. Alles festgezurrt. Oh, schaut gut aus. Perfekt. So, wir sind jetzt hier irgendwo bei Grenoble oder so ein bisschen nach Grenoble, wo man jetzt abbiegt Richtung Marseille und Valence. Es ist spektakulär landschaftlich. Also wirklich atemberaubend. Vor allem fast Frühling. 6 Grad oder so. Es ist schön hier. Die Vegetation zu beobachten, während man Richtung Süden fährt, ist eines der tollsten Sachen bei der langen Fahrt. Das Thermometer klettert stetig weiter nach oben und die Sonne kommt immer mehr zum Vorschein. Dicke. 48,40 €. Alter, die haben geschaffen, oder? Hätten wir einen Hänger, wäre es noch teurer. Oder noch ein höheres Auto, also Wohnmobil oder so, wäre noch teurer. Alter, 50 €. Das ist unfassbar. Also das ist wirklich ein richtig, richtig teurer Spaß. Und jeder, der sich sagt, das kann ich mir nicht leisten, ich verstehe total, weil privat, könnte ich mir das auch nicht leisten. Die Grenze ist in ca. 100 Kilometer bin ich in Spanien. Viva España! Ich hab's geschafft. Jetzt mal wieder ein Ritt, das ist unfassbar. Nach exakt 1360 Kilometer ist es für mich dann soweit, eine Pause einzulegen, eine Kleinigkeit zu essen, ein paar Dehnübungen im Hotelzimmer zu machen und zu schlafen. Da ich am ersten Tag die große Etappe schon hinter mich gebracht habe, stelle ich mir keinen Wecker und schlafe ebenso lange, wie es mein Körper für notwendig empfindet. Er wird es mir im Laufe der Rennstreckenveranstaltung danken und ich kann das volle Potenzial meines laufenden Sporttrainings ausnutzen. Guten Morgen hier aus La Jonquera. Die Sonne scheint. Richtig, richtig schön. Ich bin hier an einem Hotel, das heißt Hotel Tramuntana. Und das ist wirklich super für Pendler. Kann ich nur empfehlen, weil überall hohe Zäune, Kamera überwacht, 24 Stunden Rezeption, sodass ich ständig jemand sieht, was hier los ist. Da schlafe ich eigentlich immer. Es ist wirklich safe. Alles umzäunt, weil ich würde auf keinen Fall
auf Rastplätzen stehen bleiben, hier in dieser Umgebung, das endet meistens mit Diebstahl und Ausräumen, mit Schlafgas und so weiter. Wenn ihr im Wohnmobil schlaft, habe ich ja auch schon hier, dann gehe ich natürlich nicht ins Hotel, aber dafür sind diese Parkplätze hier. Das sind extra Pendlerparkplätze mit Schranke, wo du quasi komplett eingezäunt bist. Da stehen auch die LKWs drin und Wohnmobile und so, es ist genial. Das Einzige, was aufpassen müsst, schaut, dass auf keinen Fall neben einem Kühler steht. Aber das ist nur ein Lautstärkenproblem. Aber sicher ist das alle Male. Das kostet irgendwie 12 Euro die Nacht oder so, und dann seid ihr auf jeden Fall safe und keiner kann euch irgendwie ausräumen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und dieser Parkplatz ist genau überhalb dem Hotel Tramuntana. So, alles ist noch da. Ich habe gut geschlafen. Der Tank ist noch dreiviertel voll. Insofern starten wir jetzt den ziemlich letzten Step. Ich wachte mit der inneren Uhr um 7.30 Uhr auf, nahm eine erfrischende Dusche und habe aus weiser Voraussicht ausreichend gefrühstückt, um nicht nach 300 Kilometern wieder Hunger zu bekommen. Die nächsten 900 Kilometer sollten wie ein Kassensprung erscheinen. So, der Klassiker ist eingetroffen, mein Sprit ist leer, die Tankuhr leuchtet und ich finde keine Tankstelle. Beziehungsweise Google Maps finde keine. Jetzt habe ich schon die Klimaanlage ausgeschaltet und 5, 6, 7 km/h rauskommen in der Hoffnung. Alter, das wär's jetzt noch. Es gibt auch keine Ausfahrt oder so im Moment, das ist alles Pampa. Die letzte Tankstelle habe ich verpasst. Da habe ich gedacht, ja, nächste Pfaste. Und dann ist die immer vorbei. Und ich dachte mir, ah, die wollte ich eigentlich. Und dann. Okay, 15 Kilometer, das könnte sich ausgehen. Diesel, was kostet er? 1,77. Das Diesel. Angekommen in Mojaca, eine der tollsten und wetterstabilsten Regionen in ganz Spanien. Atemberaubende Landschaften mit netten Menschen, gutem Essen und jede Menge Verständnis für unseren Sport. 2260 Kilometer in 2 Tagen. Sprinter seid ihr? So, ich bin angekommen an meinem Etappenziel für heute, Mojaca, im Süden von Spanien, in der Nähe von Almeria. Das ist eines der schönsten Ortschäftchen, die es hier gibt, die ich kenne. Ich kenne viele, aber das ist extrem schön hier. Das Wetter ist toll, es hat 17 Grad. Ich genieße jetzt hier die Abendstimmung, es ist 17.20 Uhr. Ein bisschen windig, wie es aussieht. Ich gehe jetzt erstmal was essen. Und bin jetzt froh, hier angekommen zu sein. Es ist immer wieder spektakulär, diese Reise. Wow, bin echt froh. Alles heil gegangen, nichts kaputt gegangen. Okay, das war jetzt eine sportliche Angelegenheit, mit dem Sprinter da reinzukommen. Jetzt komme ich da nicht mehr rein. Das ist echt ein witziges Hotel, da ist kein da. Da riecht es aber gut. Okay, das ist die Küche. Dann ist da ein Schlafzimmer. Das mag ich aber nicht. Und dann geht es da rauf. Das finde ich eigentlich am coolsten. Und dann hat man gedacht, da oben gibt es einen mächtigen Ausblick. Dabei ist das der mächtige Hotelzimmer-Ausblick. Das kommt ja vor im Gefängnis. Da ist es mehr. Da ist es mehr. Okay, big problem. Okay, Bathroom. Küche.
kein fließendes Wasser in Mojaca. Ich habe schon angerufen. Ja, das ist in der ganzen Stadt gerade so. Hier kein Wasser. Vielleicht wird es besser, haben sie gemeint, Richtung 20 Uhr. Könnte besser werden, haben sie gemeint. Vielleicht. Guten Morgen. Ich habe gerade Selbstexperimente bezüglich Kaffeemachen probiert. Der Mokka-Kanne, das funktioniert, der Kaffee ist unsaufbar, der ist so stark, den kannst du trinken. Jetzt habe ich das einfach mal mit einem Filter so gemacht. Bäh. Nee, kein Kaffee. Das ist was anderes. Verdammte. Ich brauche einen vernünftigen Kaffee. So, ohne Fleiß kein Preis, deswegen als erstes mal 2 Stunden Fahrrad fahren nach Carboneras. Da geht es ein bisschen über ein paar Hügel drüber, also hoch und runter. Schon lange nicht mehr gefahren, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es lang geht, aber die Aussicht später spektakulär. Es ist so schön, wow. Spektakulär, wirklich. Absolut toll. Zu empfehlen. Ah, die ersten Minuten sind immer heftig. Oder? Die ersten Minuten sind immer heftig. Die Anlaufschwierigkeit zu überwinden. Jetzt im Winter bin ich nicht oft Fahrrad gefahren, weil es nicht einfach zu kalt ist. Stattdessen bin ich viel gewandert. Von da bin ich gekommen. Ne? Stattdessen bin ich viel gewandert. Minimum einmal in der Woche, im besten Fall zweimal. Dass zumindest die Grundkondition so ein bisschen gleich bleibt. Aber das ist natürlich nicht damit zu vergleichen, dass wenn ich im Sommer 200 Kilometer Fahrrad pro Woche fahre, dann merkt man sofort, dass die Fettpölsterchen wieder zunehmen. Temperatur ist schwierig, weil es für die Jacke ein bisschen zu warm ist, aber ohne ist zu kalt. Der Anblick entschädigt schon ein bisschen. Dem Circuito de Almería. So, jetzt bin ich endlich hier. Ich habe schon aufgebaut und ausgeladen und alles vorbereitet. Heizdecken sind drauf, Luftdruck ist gemacht. In circa eine Stunde geht's los. Es ist noch ein bisschen kühl, muss ich gestehen. Es ist mir fast ein bisschen zu kühl. Die Sonne ist nicht so lange draußen, war ein bisschen bewölkt. Von dem her gehe ich es langsam an. Ich habe hier 4 Tage. Ich bin ja auch schon so viel Motorrad gefahren, dass ich nicht jeden Turn gleich von Anfang an fahren muss. Das heißt nicht, dass du das nicht machen musst, aber ich habe neue Reifen drauf und die will ich nicht, ich habe einen SC1, ich habe nichts Härteres dabei und die will ich nicht gleich kaputt machen im ersten Turn, weil es noch zu kühl ist für den SC1. Von dem her, ja, ich habe alles vorbereitet, Bike ist ready und jetzt werden wir sehen, wie das Ganze funktioniert. Also, bis später.
Ich bin meilenweit davon entfernt, was ich normalerweise Motorradfahren nenne. Ich habe so überhaupt irgendwie kein Vertrauen zum Motorrad, zum Reifen, zur Strecke, zur Schräglage. Ich sitze da drauf wie so ein Vollspasti. Hundertprozentig, das ist richtig für mich. Unten seid ganz zu schweigen. Darauf, wenn ich reinschaue, da wird mir ganz übel. Es hat sich angefühlt wie 41 und ich bin 47, von 8 Sekunden langsamer, wie ich meine Bestzeit ist. So, zweiter Turn vorbei. Ich habe mein Selbstvertrauen ein bisschen zurück, ich weiß nicht warum. Ich bin rausgegangen, es war von Anfang an besser, es liegt wahrscheinlich auch an der Temperatur, es ist jetzt um einiges wärmer geworden. Und bin sofort 43 gefahren. Das heißt, vor 47 Uhr dachte ich mir echt so, Alter, habe ich das Motorradfahren verlernt und war echt kurzzeitig so echt geknickt und dachte mir, okay, das hat irgendwie heute überhaupt keinen Sinn. So, das ist jetzt schon besser, das ist noch lange da, wo es hingehört. Ich habe wenig Gefühl, ich habe Armpump gekriegt, ich habe mich verkrampft und so, das war nicht so optimal. Ich bin jetzt halt mit dem Motorrad eher in die Richtung gegangen, sprich, ich habe sie hinten ein bisschen angehoben, über mehr Federverspannung vorne, ein bisschen rausgenommen, Federverspannung. Dazu ein bisschen mehr Zugstufe an der Front, damit sie länger unten bleibt und ein bisschen weniger Druck, damit sie schneller reingeht. Und hinten aber mit der Dämpfung mehr abgeschützt, dass sie nicht so drauf rumwippt. Das Problem ist, dass ich relativ unkonsequent fahre und von damals in Rijeka mit 1,30 tief relativ konsequent gefahren bin und da ganz wenig Dämpfung habe fahren können. Und das funktioniert hier jetzt aber nicht. Das ist aber ständig so ein Pitchman, weil ich immer unsicher bin. Mal mehr, mal weniger, zu früh, zu spät. Und dann ist das ständig so ein Motorrad, das ständig pitcht und überhaupt kein Vertrauen vermittelt. Und dann kommt eines zum anderen und dann ist es eine komplette Katastrophe. Von dem her, ja, das wird jetzt schon in die richtige Richtung. Schauen wir mal, was der dritte Turn spricht und dann. Die weiteren Turns im Laufe des Tages waren zwar besser als der erste, allerdings trug ich mit mir eine innere Unruhe mit, die es mir sehr schwer fallen ließ, ruhig, besonnen und vor allem cool zu bleiben. Ich versuche den ersten Tag abzulegen, so groß waren die Erwartungen und so gering die Ergebnisse. So, guten Morgen hier, Tag 2 aus Almería. Ja, es ist heute ein bisschen wärmer. Ich habe jetzt bei der Gabel eine kleine Veränderung gemacht und zwar habe ich mir die Fotos von gestern angesehen und ich war echt, ich habe ein wirklich fahrdynamisches Problem hier mit der Honda und zwar bin ich am Kurveneingang auf der Bremse Richtung Scheitel eigentlich zu tief. Da merke ich schon, dass das Motorrad wegschiebt, das heißt, ich bin von den Federn her zu weich, bin aber ab dem Zeitpunkt, wo ich die Bremse loslasse, bin ich vorne zu hoch. Also ich stehe einmal zu tief und einmal zu hoch. Und das ist sehr, sehr, sehr diffizil, sehr schwierig. Da ist der steife Rahmen von der Honda, kommt einem da ein bisschen nicht entgegengeben. Und jetzt versuche ich das über einen erhöhten Gabelstand, Überstand, zwar massiv, auszugleichen in den Bremsloslass- und Stützgasphasen, wo man hier jetzt relativ viel hat und auch relativ oft ohne Bremse einlenkt, so schnelle Richtungswechsel macht. Müsste jetzt aber im Zuge dessen viel härtere Federn verbauen. Das Ganze habe ich jetzt einmal mit einer erhöhten Federvorspannung und ein bisschen mehr Druckstufendämpfung versucht zu kompensieren. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Und wenn das besser ist, dann gehe ich nochmal auf härtere Federn, um den Kurveneingang zu verbessern. Ich habe das gestern gesehen, ich bin eine R1 hinterher gefahren und habe ich am Kurveneingang habe ich da Meter auf die gemacht auf der Bremse. Da dachte ich mir, da könnte ich noch viel später rein. Aber sobald der Scheitelpunkt kam, sobald ich das Gas geöffnet habe, ist die R1 weggefahren. Ich dachte mir so, Alter. Und dann muss ich das mit jedes Mal wieder am Kurveneingang kompensieren. Das war wie eine Ziehharmonika. Und das muss man so ein bisschen ausgleichen, glaube ich. Die Strecke ist sehr speziell und da tut sich die Honda schon ein bisschen schwer, beziehungsweise ich habe keine Daten und genau deswegen sind wir ja da. Ne? Also.
der erste Turn jetzt hat hier Almeria, der war schon deutlich besser mit der weiter eingesteckten oder der weiter durchgesteckten Gabel. Das hat auf jeden Fall besser funktioniert als gestern. Vor allem die Phasen, an denen ich an Stützgas gehe, ist das Motorrad jetzt viel, viel radienführiger und lässt sich viel leichter lenken. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir noch ein Stück weiter in die Richtung gehen oder ob wir es mal da belassen. Das ist jetzt einmal noch fraglich. Ich glaube, ich fahre jetzt noch einmal einen Turn, dann brauche ich einen neuen Hinterreifen. Und dann probiere ich einmal, ob man noch tiefer gehen mit der Front, aber dann bräuchte ich härtere Federn. So die Grundgeometrie absenken, aber dann die Abstützung über die Feder holen. Es ist komplex, es ist nicht einfach, die Strecke ist extrem schwierig, diese langen Radien zu führen. Und was mir in manchen Kurven noch abgeht, ist dieses Vertrauen zur Schräglage. In der langen links habe ich das zum Beispiel, komischerweise, und in anderen ist das Vertrauen relativ gering. Von dem her tue ich mich noch schwer, jetzt richtig zu pushen. Das war jetzt aber nicht schlecht, im ersten Turn gleich 42 gefahren, mit dem alten Reifen. Okay, kann ich einmal mit leben, aber trotzdem fehlen da irgendwo noch 2-3 Sekunden. So, not that easy, also ganz, ha. Ja, also ich habe ein bisschen umeinander probiert, Motorrad höher, runter, dang, weniger Dämpfung, mehr Dämpfung, mehr Vorspannung, weniger Vorspannung und ich bin überhaupt nicht so wirklich zurechtgekommen, ich habe überhaupt kein, so dieses Anfangsgefühl des, dieses Anfangsgefühl dieses Nichtvertrauens hat sich durchgezogen wie so ein roter Faden und es kam immer wieder auf, in manchen Kurven, manchmal nicht, manchmal schon. Ich dachte mir so, Alter, ey, bin ich zu dumm zum Motorradfahren? Vor allem ab dem Zeitpunkt, wo man die Bremse loslässt und dann langsam Speed aufbaut und Schwung mitnimmt und dieses Rausfeuern. Ich habe überhaupt kein Gefühl zum Vorderrad gehabt und null Vertrauen zur Schräglage. Ich dachte mir so, trotz keiner Schräglage, also wenig Schräglage, immer noch kein Vertrauen. Dann dachte ich mir, soll ich jetzt über das Vorderrad mit 40 Grad Schräglage stürzen oder was ist denn hier los? Dabei hat sich herausgestellt, dank dem Thomas vom Bike Promotion, hier der Chef, ich habe dem das erzählt und so, und sagt er, wie neu sind deine Pirelli-Reifen, die drauf sind? Dann sage ich, ja, keine Ahnung, schau mal auf die Dot, und dabei Dot 544, Rashman, sogar 50, 2022, also relativ neue Reifen. Und dann sagt er, ab 44er dort 2022 musst du die mit viel weniger Luftdruck fahren, nämlich Maximum 2,2. Und vorher fuhr man die so mit 2,3 bis 2,5 und ich bin am oberen Limit gewesen mit 2,5. Das heißt, ich habe bei dem Reifen Minimum 3/10 zu viel Luftdruck drin gehabt. Ich meine, wie crazy ist das? Das ist einmal so ein totaler Einsteigerfehler eigentlich. Aber durch das, dass es so neu ist und das noch nicht jeder weiß und dass die Information noch nicht rumgegangen ist, auch nicht bis zu mir gekommen ist, jetzt weiß man es, jetzt wisst ihr es, ja, habe ich den Luftdruck abgesenkt und siehe da, das Motorrad ist wieder das, was ich gewohnt war. Und das ist genau der Grund, warum, vor allem beim Vorderrad, 3/10 zu viel auf das kleine Blumen, ist die Auflagefläche viel zu klein am Vorderrad. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich die Bremse loslassen habe, egal wie viel Load ich über die Achsgeometrie, drauflassen, aber es hat keine Rolle gespielt, es war immer noch zu wenig Load. Und das Gefühl war zwar richtig, dass ich gesagt habe, okay, der Load ist zu wenig, ich brauche mehr Load an der Front, aber irgendwie war das, dachte ich mir, eigentlich ist es falsch, weil es kann ja nicht sein, dass ich auf anderen Rennstrecken so viel mehr Load zusammenbringe als hier. Tja, aber siehe da, ich bin rausgefahren mit 2,15 Bar Luftdruck an der Front und das war wieder das alte Motorrad, das ich kannte. Das ist ein ganz neuer Reifen, Big Size, das sind die Karkassen jetzt härter und deswegen brauchen sie weniger Luftdruck. Ja, wäre cool gewesen, wenn ich das vor Anfang an gewusst hätte, aber das jetzt einmal, auch diese Fehler passieren mir genauso wie wahrscheinlich vielen anderen. Was heißt Fehler? Das ist never try, never know. Ne? Ich meine, that's it. It is how it is. Okay, so, wir haben ja noch 2 Tage.
Also werde ich dann auch mal neue Reifen raufpacken und mal schauen, was wirklich geht, weil im Endeffekt, ich bin auch nur rumgeeiert und habe immer wieder mal probiert, hinten vorne runter und so richtig auf Zeit kommen. Ich bin einfach gefahren und dachte mir dann so während der Runde so irgendwie, ich habe kein Gefühl zum Bike. Vor allem der Moment vom Scheitel raus, wo ich immer so stark war, was eigentlich meine Dinge ist, da war ich so, Also, ganz klar, Luftdruck zu viel, Reifen zu wenig Patch, zu wenig Auflagefläche, gibt dir kein Vertrauen, alles klar, bist du im Brain, ne, weil du sagst, du hast kein Vertrauen. Wenn du kein Vertrauen hast, das passiert unterbewusst. Gas geben passiert unterbewusst. Und wenn du kein Vertrauen hast, machst du unterbewusst nicht das Gas auf. Und das ist der Message für den heutigen Tag. Also, ciao. Was ist der Plan für die nächste Session? Die nächste Session? Ich habe jetzt noch das alte Vorderrad drin und habe jetzt den Gabelüberstand wieder verringert, sodass der Motorrad wieder höher macht. Durch den geänderten Luftdruck habe ich jetzt zu viel Last am Vorderrad gehabt, jetzt habe ich sie wieder höher gemacht. Und wenn das funktioniert, dann kommt ein neues Vorderrad, neues Hinterrad rein und dann schauen wir mal, ob es funktioniert, ob es dann auch schneller wird. Jetzt haben wir aber gerade gesagt, dass wir Bindemittel in Kurve 1, 2, 3 haben. Was hat er jetzt gerade gesagt? Ja, der hat jetzt im Endeffekt gesagt, dass da, wo das Öl ist, man das nicht sieht und er auf einmal schon quer stand, also das vermutlich noch ein Ölfleck. Und deswegen ist das auch der Grund, warum hier das Delay quasi so lange dauert. Aber er hat gemeint, das war schon okay, aber ist auch ein Verrückter, was soll ich machen? Ja? Das haben die Profis so an sich, dass die halt sagen, naja, das passt schon. Es gibt wahrscheinlich noch eine Minute Verspätung, weil sie jetzt nochmal diese Ölstelle checken. Besser zusammenpacken und Fahrrad fahren, hast du vorhin gesagt, ja, ne? Ja, also wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich heute gar nicht erst gekommen. Dann hätte ich ausgeschlafen, schön frühstücken, dann Fahrrad fahren, noch mehr. Aber das ist Geldverschwendung. Neue Reifen drauf. Ja. Ich weiß ja jetzt nicht, das hat sich jetzt nicht schlecht angefühlt, weißt du, dem SC2, jetzt der Hertha, der Reifen, das braucht die anscheinend. Der ging mit der Yamaha, ging der SC2 nicht, aber da fühlt sich das nicht schlecht an. Aber das war jetzt gerade mal so die erste fliegende Runde, wo du sagst, ah, mal ein bisschen, ah, oh ja, nicht schlecht. Und bis du das Gefühl überhaupt so richtig findest, das war schon wieder rot. Schon wieder rot, ja. Und so kannst du halt nicht mal arbeiten für den nächsten Turn und vorbereiten? Ich brauche nichts verändern, ne? Keine Chance. Ich brauche nichts verändern, weil ich kann da gar nichts zu sagen. Das hat sich jetzt nicht schlecht angefühlt. Bin ich mit dem Gabelüberstand wieder hochgegangen, sprichst du mit dem Rad höher, wieder weniger Gabelüberstand im reinen Ring. Und mit dem SC2 jetzt, ja, fühlt sich gut an. Letzter Turn für heute? Ja? Letzter Turn? Ja, letzter Turn. Also, das Glück liegt jetzt beim letzten Turn.
Motorrad gefahren. Ohne Abbruch, gibt's das? Abbruch. Echt jetzt? Ja, klar. Crazy. Okay, der heutige Tag ist grundsätzlich aus dem Grund gewesen, weil ich kaum zum Fahren gekommen bin. Ich meine, es war ja die Runden, die war so der letzte Turn, der wo wirklich komplett durchgegangen ist, ohne Rot. Und jetzt hätte ich einmal ein Setting, wo ich sage, okay, das geht in the right direction. Aber das ist noch nicht ansatzweise perfekt. Aber jetzt weiß ich zumindest einmal, okay, in die Richtung geht's. Weil der SC2 vorhin hat irrsinnig viel gebracht. Hat mir viel mehr Radienführigkeit gegeben und so weiter. Jetzt habe ich das Vertrauen in Schräglage, jetzt würde ich auch früher Gas geben. Jetzt hat aber der Grip, also mangelnden Grip, war es wirklich schon ein bisschen tricky. So, ich hätte dieses Level, das ich jetzt habe, das hätte ich entweder heute Morgen schon gehabt, gerne, weil das wäre theoretisch möglich gewesen, oder eben gestern. So, und jetzt habe ich nur noch einen Tag. Und jetzt muss ich schauen, dass ich noch mehr Grip generiere, um dann zumindest einmal in die 41er Zeiten zu fahren. Ich meine, das war jetzt 42.0, das ist so. Ja. Was macht es schwierig, mit der Honda hier zu fahren? Die Honda ist brutal bremsstabil. Die Honda hat irrsinnig viel Leistung. Das Problem ist, du brauchst beides hier nicht. Du brauchst nur einmal stark bremsen und das ist aber nicht das Trade-off, sondern du brauchst ein Motorrad, was extrem hohen Kurvenspeed fahren kann und früh ab dem Scheitelpunkt ans Gas gehen kann und somit viel schnelle Meter macht. Und da ist die Leistung total irrelevant. Ich meine, der Marcos Fernandez ist mit seiner R6 1,40 gefahren. Also, Leistung ist hier irrelevant und Bremsen brauchst du auch nicht. Und die Honda hat aber den Vorteil, dass sie so stabil ist, was dir in Brünn und Red Bull Ring oder sowas bringt dir das extrem viel Vorteil, aber hier ist eher ein Nachteil. Und ja, und das ist letztendlich, ne, auf der einen Seite ist es die Challenge als für mein Business, zu sagen, okay, ich muss das rausfinden, ich muss mich damit arrangieren, ich muss das auch können. Auf der anderen Seite, aus der menschlichen Sicht, ist es schwierig, weil du natürlich weißt, was du hier schon gefahren bist und du kommst aber da nicht hin und denkst, verdammt die Axt, was ist denn los? Ja, aber natürlich die Situation, es ist relativ viel los jetzt hier gewesen, viel Öl, Bindemittel und so, also viele Ausfälle und du kommst halt keinen Rhythmus. Und dann willst du ja nicht der Nächste sein wegen dem. Wie sehr arbeitest du jetzt am Bike und wie sehr arbeitest du vielleicht auch an deiner mentalen Einstellung oder deinem Fahrstil, weil du das ja auch irgendwo aufs Bike adaptieren musst? Ja, ich denke, das ist die Kombination zwischen Fahrstil und Bike. Natürlich versuche ich, meinen Fahrstil, wenn ich ein Defizit habe, anzugleichen. Zum Beispiel habe ich das Defizit, dass ich ab dem Scheitelpunkt, ich komme zwar schnell rein von in die Kurve, aber ab dem Scheitelpunkt, wenn ich die Bremse loslasse, habe ich das Gefühl, es vergeht die Zeit. Es macht so tick, 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 tick und ich kann aber nicht. Wenn es macht, dann dreht es mich entweder hinten ein oder mich schiebt es raus. Und von dem her komme ich mir langsam vor. So, jetzt versuche ich quasi schon, die Stärken auszunutzen und später zu bremsen, das Motorrad mehr V-förmig zu fahren, was aber hier schwierig ist. Das funktioniert nur an Kurve 1 und vorletzte Kurve funktioniert das Ganze. Das kann ich dann auch nutzen. Aber so das ganze Infield, das ist halt einfach extrem flüssig und rund. Da fahrst du so. Da kannst du dich nicht anpassen auf diesen Fahrstil. Da musst du schon das Bike anpassen. Und klar, also die Kombination Bike und mental bzw. Fahrstil ist beides. Aber konntest du heute mit neuem Vorderreifen, mit anderem Reifendruck und all diesen Themen ein bisschen Vertrauen gewinnen? Ja, die beste Entscheidung war das SC2 Vorderrad. Also auf der Yamaha hat das SC2 Vorderrad nicht so gut funktioniert und auf der Honda funktioniert das viel besser als das 1er. Auf der Yamaha bin ich immer 1 gefahren. Also wenn ich mit der Yamaha SC2 gefahren bin, dann bin ich in Mugello auf der Nase gelegen. Aber die Honda ist wohl möglich zu sehr kopflastig. Ich kann das zwar noch nicht hundertprozentig bestätigen, aber das ist, was viele sagen und mittlerweile glaube ich das auch, dass sie sehr kopflastig ist und sehr hoch stehen muss vorne. Also sie hat die Schwierigkeit, dass die Gabel sehr flach ist und so gesehen eine starke Nachlaufänderung hat, sobald sie Federweg macht. Und die Änderung vom Nachlauf auf der einen Seite gut passt, auf der anderen passt es wieder gar nicht. Und von dem her sehr schwierig abzustimmen ist, das Motorrad sehr lang ist. Aber der SC2 war die beste Entscheidung, was ich machen habe können, das war gut. Das war im Endeffekt ja, so nach dem Motto, ich kann jetzt nichts mehr verlieren, jetzt muss ich mal ein SC2 probieren und das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich kann den Reifen jetzt auch bis ganz rausfahren. Beim Big Size normal überhaupt kein Problem, aber bei dem SC1 habe ich immer auf der links und rechts so leichte Millimeter also Pickup-Rest gehabt, weil der hat dieses Runterlegen auf den Ellbogen, das hat der nicht mögen, der hat sich quasi gewehrt und der war schon so stark geloadet, hat man das Gefühl gehabt, dass der einfach nur noch raus wollte. Und der SC2 gibt mir den Support
um trotzdem beim selben Load nochmal weiter zu turnen. Und deswegen kann ich noch weiter rausfahren, den Reifen. Also das war die beste Entscheidung am heutigen Tag, den SC2 zu wählen. Jetzt gibt es einiges an Fahrwerkeinstellungen, die du machen könntest, hast aber das Werkzeug nicht hier. Was machst du jetzt für morgen noch? Ja, natürlich, ich bin ein bisschen eingeschränkt, aber ich hätte die ganze Werkstatt gebraucht, um jetzt halt ein paar Sachen noch zu ändern. Ich hätte jetzt gerne die Hinterachsfeder geändert, aber ich habe die Tools einfach nicht mit, weil ich mir gedacht habe, das macht jetzt auch keinen Sinn für den schnellen Ausgib hier spontan. Ich hätte jetzt gerne eine härtere Feder an der Hinterachse noch probiert, weil ich jetzt einen relativ schnellen Transfer nach hinten habe, ab dem Zeitpunkt, wo ich Gas gebe und mir das Motorrad hinten ein bisschen schnell wegknickt. Dämpfung kann ich es nicht kompensieren und ich hätte jetzt da einfach noch ein bisschen mehr Erfahrungswerte gesammelt. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, außer mit Federbeinlänge und Gabelüberstand zum Arbeiten. Und das machst du morgen? Willst du da ausprobieren oder vor allem das jetzige Setup mal festigen und da mehr Erfahrung sammeln? Für morgen werde ich auf jeden Fall was ändern. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, was ich mache. Das werde ich mir heute Nacht neu durch den Kopf gehen lassen. Okay, guten Morgen. Tag 4, letzter Tag. Ich habe gestern ein bisschen beendet mit dann nach verbessertem Turning, schlechteren Griffverhältnissen am Hinterrad. Das versuche ich jetzt über die Elektronik zu kompensieren. Und zwar fahre ich jetzt mehr Traktionskontrolle. Ich denke, die hat ein bisschen zu viel Spin zulassen und somit habe ich den Reifen relativ schnell überhitzt. Und das versuche ich jetzt mit mehr Traktionskontrolle zu unterbinden, sodass ich quasi gar nicht erst in diesen Movement komme. Ja, vielleicht bringt mir das was. Aber never try, never know. Mühsam. Warum machen wir denn das eigentlich? Ja, total bescheuert. Also im Endeffekt drehe ich mich im Kreis. Ich habe einfach keinen Grip, ich komme nicht vom Fleck. Ab dem Zeitpunkt, wo ich ans Gas gehe, ich habe kein Vertrauen zur Schräglage dementsprechend, weil mir der schlechte Grip sofort die Schneid abkauft und ich sofort vom Gas geben muss, aus Angst, dass ich wirklich das wie ein Tanz auf der Eiersau. Also überhaupt kein Vertrauen, ich drehe mich im Kreis. So, jetzt probiere ich eine Sache, die ich jetzt noch nicht sage, was ich jetzt mache, weil ich das erst sage, wenn es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann war es lächerlich und deswegen kann ich es nicht bringen. Aber wenn es funktioniert, dann war es dementsprechend gut. Von dem her, okay, one last chance. Wenn ich jetzt kein Vertrauen zum Vorder- und Hinterrad, kein Grip habe am Hinterrad, dann weiß ich es auch nicht mehr. So, zurück in der Firma möchte ich jetzt sofort messen, wie das Motorrad in der Balance von der Gewichtsverteilung ist. Deswegen habe ich hier die Radlastwaage. Die ist eigentlich für Autos, ist aber ist völlig egal. Mache jetzt hier ein Motorrad und heb die mal drauf. Stefan, kannst du mir mal eben kurz helfen? Ich habe die Waage jetzt genullt. Da würde mich jetzt erst einmal das Gesamtgewicht interessieren mit so fast leerem Tank und wie die Balance zwischen hinten und vorne ist. Und ich werde es auch jetzt dann mit der R1 vergleichen. Das Hinterrad liegen 84,
Halt mal still, 84 Kilo auf und am Vorderrad 96. Warte, ich muss fotografieren. Jetzt ist es interessant. Das heißt, sogar jetzt im Stand liegen am Hinterrad weniger Gewicht auf wie am Vorderrad. Jetzt wäre es interessant, wenn ich mich draufsetze und wir das dann auch noch kriegen. Und was haben wir? 127 vorne, 135 hinten. Umgedreht, oder? Also vorne ist hinten, laut der Skala. Ja? Also nochmal. Vorne ist dann an hinten 135,5 und vorne 130 knapp. Aha. Das heißt, dann wird es hinten ein bisschen mehr durchs drauf sitzen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du in Kurve reinfährst, bist du vorne überladen. Ist ja klar. Das ist höchst interessant. Was das Motorrad quasi ohne Fahrer vorne schon mehr Gewicht drauf hat als hinten. Und jetzt müssen wir eigentlich probieren, wenn wir jetzt die Hinterachse so nah wie möglich an die Schwinge heranschieben, dann müsste eigentlich das Gewicht auf der Hinterachse mehr werden, oder? Ja, aber wie das Fahrrad war schon, das Motorrad so steht, ne? Von Gewichtsverteilung ist erstmal, glaube ich, sekundär, weil immer sitzt einer drauf. Und die Frage, wo ist dein Sitz, Position, ja, wie verteilt das Gewicht dann? Aber wir brauchen mal eine Basis. Also müssen wir mit irgendwas anfangen. Also fange ich mal einfach an zu messen und schaue, wie sich das beeinflusst, wenn ich jetzt die Hinterachse weiter an die Schwinge ranrutsche. Und vor allem, jetzt messen wir mal die R1, dass wir mal wirklich einen Vergleich haben. Demnach ist die Yamaha an der Front noch schwerer als die Honda. Demnach ist die Yamaha an der Front noch schwerer. So, was passiert, wenn ich drauf sitze? Was haben wir denn, Christoph? Vorne 126,5, nee, 126 und hinten 140. Jetzt da baue ich von der Honda die Achse so weit nach vorne wie möglich und schaue, wie sich das verändert. Und ich würde interessieren, wie sensibel sie darauf reagiert. Weil das Durchstecken von Gabel, der Unterschied zwischen und Durchstecken von drei Ringen, was eigentlich fast 1,5 cm sind, das war ja schon fast wurscht, auf Bayerisch gesagt. Und von dem her sagen alle, das Motorrad ist kopflastig. Mittlerweile glaube ich das auch. War immer so einer, der immer alles hinterfragt, aber ich gebe ihn recht. In der BSB fahren ganz viele Honda und die haben da aber alle die Suterschwinge drin. Und die Suterschwinge schaut optisch, ich habe leider jetzt keine in der Hand gehabt für das Motorrad, aber optisch schaut die kürzer aus, was somit das Gewicht mehr Richtung Hinterrad bringt. Und das Problem ist, zu wenig Gewicht am Hinterrad, sprich zu viel Gewicht am Vorderrad, bringt dir zum einen ein Vorderrad, das in der Kurve das Gefühl gibt von, ey Alter, ich will den Radius nicht mehr halten. Und zum anderen, ab dem Zeitpunkt, wo du ans Gas gehst, hast du keinen Grip, weil das Hinterrad natürlich kein Gewicht hat. Und deswegen haben wir quasi eine Ursache, was zwei Probleme macht. Gerade als möglich. Wenn du da mal Tankschaum hättest drin, ne, dann würde ich so schwappen. So, und jetzt haben wir. Jetzt haben wir 10 Kilo mehr an der Front trotzdem. Wir haben jetzt von der Front ein halbes Kilo weggeregt. Aber das ist marginal. Das war, wie ich drauf gesessen bin, oder? Ja. Haben wir auf der Hinterachse 5 Kilo mehr. Gut, jetzt setzen wir nochmal drauf. 10 mehr. Was haben wir jetzt? 129 vorn, 135,5 hinten. Ja, wir haben jetzt am Vorderrad haben wir jetzt 1 Kilo weniger dadurch. 1 Kilo weniger auf dem Vorderrad. 135. Ja. 1 Kilo haben wir verschoben. Das ist wenig. Das könnte genauso gut sein, weil ich mich anders bewegt habe. Die haben mal nicht 140 im Hinterrad gehabt.
wir haben 129 gerade. Die Yamaha? 140 am Hinterrad. Die Yamaha hat 140 am Hinterrad gehabt, ja. Und hier nur 129 gerade. Ja. Krass. Hinten haben wir jetzt hier. Hinten haben wir 135. Hinten haben wir 135. Das heißt, auf der Yamaha haben wir 5 Kilo mehr an der Hinterachse als wir auf der Vorderachse. Also die Yamaha hat definitiv mehr Gewicht an der Hinterachse. Das ist fix. Mich wundert jetzt nur, dass das Verhältnis von einem Zentimeter nicht mehr ist. Na klar, kann man jetzt sagen, wir können ja noch viel über Gabelüberstand und Ding, aber Gabelüberstand habe ich in Almeria probiert ohne Ende. Das hat fast gar nichts geändert. Deswegen wollte ich jetzt mal sehen, was ändert ein Zentimeter. Aber das ist marginal. Ich glaube schon, dass auch dann das Durchstecks jetzt ein Zentimeter, wo steht die Gabel auf der Bremse? Der Druck. Ja, klar. Wie transferiert das Gewicht? Der ist ja nicht da, wenn du jetzt nur drauf sitzt. Es könnte sein, dass dieses eine Kilo bei Belastung sich stärker transferiert. Ja. Dass das exponentiell ist. Genau. Wie bei der Virusverteilung. Exponentiell. Seitdem kenne ich das Wort. Ja. Zum Quadrat hat man das schon, oder? Ja, okay. Vervielfältigt sich da. Okay, Lautstärke. Das war also mal die erste Erkenntnis. Ein Zentimeter, ein Kilo. Alles klar, ich roll wieder runter.